Hallo und willkommen zurück zu Timberborn. So, wieder großartige Dinge und Bauprojekte haben wir heute vor. Welche das sind, weiß ich noch nicht, aber irgendwie müssen wir den Distrikt hier auf jeden Fall mal bevölkern. Vor allem, da es ja gerade angefangen hat, nicht mehr so dürr zu sein. Also, Bevölkerung migrieren auf jeden Fall. Minimum von Breitschwanz 2 Biber. Und wir senden mal 4 rüber. Irgendwie so. Jetzt sind es 5. Jetzt sind es 4. Die sollen sich ja selbstständig vermehren. Ach, was soll's. Wir schicken 5 rüber. Und dann... Mist, ich hab's doch extra nochmal versetzt, dass die hier was abbauen, abholzen können. Hat nichts gebracht. Jetzt ist es auch geflutet. Naja. Was will man machen? Neues hinsetzen. Genau an der Grenze. Ich wette, es dauert nicht lange, bis das... Wieso mache ich das denn so knapp? Hätte ich alles da oben hin machen können? Yay, eine neue Dürre ist bevorstehend. Beziehungsweise, nee. Das ist doch zu früh. Wie läuft's mit meinem See? Ach, der wird vollgesogen, weil sie das nicht fertig gebaut haben. Na, ist egal. So, Dürre in 2,7 Tagen. Arbeiter, bitte füllt Wasser rein, so schnell ihr wollt. So, der darf kurz aufhören. Der darf kurz aufhören. Und der darf kurz aufhören. Die dürfen nicht aufhören, auf gar keinen Fall. Wasser füllt sich, ist gut. Farm, einer arbeitet hier. 3 arbeiten hier und einer soll hier arbeiten. Das heißt, wir haben ein bisschen Arbeitskraft jetzt. So, der muss auf jeden Fall funktionieren. Hier kommt direkt Wasser rein. Und hier wird jetzt auch schön was angebaut. Da braucht man aber theoretisch... Ja gut, können wir 2 nehmen. Das reißt man mal ab. Hilft ja alles nichts. Wie gesagt, wenn es jetzt nochmal überflutet, dann nehme ich das hier oben. So, Nahrung wird doch hier auch eigentlich, ja. Hab 7 Möhren im Lager, 15 Wasser, aber muss ich ja auch noch auswählen. Und hier ist ein großes Fass, da fehlen Zahnräder. Wie viele Zahnräder habe ich denn hier? 43 Stück. Ich habe keine Bretter. Ich habe auch keine Arbeitskräfte kurz dafür. Ah, hey, wir haben wieder 4 Jungtiere. Ist das nicht schön? So, die brauchen hier auf jeden Fall ein Haus, damit die sich auch vermehren können. Haus, Haus, Haus. Schöner wohnen. Mach mal doch gleich eine Dreifachhütte. Kommt drauf an, wie wir das jetzt geschickt... Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wenn wir das so bauen... Kann ich die pausieren? Bestimmt. Dann können wir die zumindest... Ach, das sieht jetzt auch nicht gut aus. Müssen wir nochmal schauen. Die Idee war, dass man hier solche Pfade dann... Pfade einziehen kann. Und dass die dann eben hier so wohnen. Aber ich weiß nicht, ob das so ideal aussieht. Ah, müssen wir kurz mal nochmal nachdenken. Die brauchen auf jeden Fall erstmal ein Haus, okay. Gebäude abreißen. Ja, ja. In der Planung befindliche aber nur. Generell finde ich das gar nicht schlecht, aber eine bessere Aufteilung finde ich auch gut. So, wir haben hier Lagerhäuser. Das ist natürlich kompletter Quatsch. 3 normale Wohnhäuser. Ansonsten, ja. Was ist, wenn wir es so schräg machen? Ich meine, ein bisschen Garten für so einen Biber wäre ja auch nicht verkehrt. Außerdem brauchen die hier als erstes nicht ganz so viele Häuser. Also können sie natürlich schon haben. Ah, ist wieder kompliziert hier irgendwie. Machen wir es doch erstmal so für 6 Biber. Schön dann am Ufer. Hier, hier, hier. Wird auch nicht sagen, dass das jetzt ideal ist. Naja.
vielleicht reißt man die Wege einfach nochmal ab. Ah, Wege und ich, wir vertragen uns nicht so. Deswegen müssen wir da auf eine gemeinsame Lösung kommen. Ich würde auf jeden Fall sagen, den Weg hätte ich hier gern fix. Der ist generell gut zur Verbindung von den ganzen Sachen. Alternativ kann man natürlich auch den hier ziehen. Wäre vielleicht noch ein bisschen geschickter. Haben wir direkt. Ja, gut. So viel zu auf jeden Fall den Weg. So, der kommt weg. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Dann können wir ja eh nicht so viel machen. Wir müssen später noch planen, wo wir hier ein bisschen Wasser durchleiten. Das können wir eigentlich direkt machen. Also so ein kleiner Wasserkanal. Fände ich persönlich immer gar nicht schlecht. Müssen wir bei der anderen Stadt auch noch bauen. Ich lasse währenddessen jetzt mal weiterlaufen. Wollen ja auch was sehen für unser Geld hier. Kann ja nicht vor der Dürre schon pausieren und nur nachdenken. Also ich denke, so ein Graben von 3, wenn wir den fluten mit Wasser, ist das generell nicht so schlicht. Dann muss das Fass natürlich wieder weg, aber das ist kein Problem. Und dann ist zumindest der Radius hier. Es ist gerade nur viel lautes Rumgedenke. Ich würde sagen, die kriegen jetzt mal als erstes eine große Dreifachhütte. Aber wohin am besten? Schon eher hier in der Nähe. Die brauchen halt jetzt wirklich noch Zugang von oben. Wird sie natürlich auch hier anbieten, aber Häuser komplett ab vom Schuss finde ich auch irgendwie dämlich. Vielleicht machen wir es so. Und dann haben wir hier noch so ein Teil. Und dann müssen wir mal schauen, wie es am meisten Sinn macht. Ja, das wird jetzt auch gehen. Wir lassen es erstmal so. Sollen sie das eine bauen, haben sie dann ein bisschen Zeit für sich. In dem, also bis zu 9 Biber können dann hier wohnen. Das ist ja auch schon mal ein Anfang. Oh, der Biber. Oh, sehr schön. Das hat er genossen. So, ist der See schon vollgelaufen? Wir können ja eh nichts machen. Na gut. So, dann pumpt fleißig. Da ist immer noch ein fast leeres Fass. Einer ist arbeitslos. Gibt's denn sowas? Karotten sehen gut aus. Ich würde sagen, wir warten noch mit der Farm. Vor allem hier bräuchten wir ein bisschen Holz. Da haben wir echt wenig. Arbeitet hier mal jemand? Anscheinend nicht. So, die Farm muss natürlich auch bestellt werden. Ich hätte gern wirklich noch einen Arbeiter mehr. Den kann ich aber auch migrieren. Ja, ja, da kommt von Farnweh kommt noch eine nach Breitschwanz. So. Ihr habt Hunger. Das finde ich nicht gut. Und generell braucht ihr mehr Arbeiter. Das verstehe ich, ja. Bin auch voll dafür. Weiß nur nicht, wen ich entbehren kann. Ah, die Forscher vielleicht. Okay. Ah, das hat verschiedene Seiten. Ja, da müssen natürlich mehr tragen. Das hat ganz hohe Okay. Mach mal die mal so mittelhoch. Ja, mach mal so mittelhoch. Und hier haben wir theoretisch 2 Leute, von denen wir was wollen. So, wenn 4 Leute nur damit beschäftigt sind, von da nach da zu tragen, haben sie ja zumindest was zu tun. Und die hier verhungern nicht gleich. Oh, die bauen das jetzt schon. Hat aber die niedrigste Priorität. Ich würde sagen, da kommt Wasser rein und hier auf jeden Fall eine hohe Priorität. Ah, mit dem Wasserkanal bin ich noch nicht sicher. Das müssen wir auf jeden Fall Oh, doch. Wäre doch eigentlich ganz schön da. Können wir vor allem dann weiterreichen. Wo wir den hier reinmachen, eventuell hier neben dem Lagerfeuer durch.
Ah, ich glaube, das wird funktionieren. So, Arbeitskräfte. Keiner erklärt sich bereit, hier zu arbeiten. Das ist aber schade. Macht mal wieder mehr Biber. Ich glaube, jetzt komme ich mit mehr Bibern klar. 16,6 Tage Dürre noch. Das geht doch voll. Das hatte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. So, aber Karotten eindeutig zu viele. Das heißt, eventuell können wir das jetzt abstellen. Eventuell brauchen wir die Farm hier tatsächlich nicht mehr. Weil die anderen jetzt eben angelaufen sind. Und die versorgen sich hier auch nochmal bis zu einem gewissen Grad zumindest. Ich würde aber wieder ungern voreilige Schlüsse ziehen. Aber das nehmen wir mal wieder weg. Ja, ich würde es ungern machen. Ich mache es aber trotzdem. Ich weiß, das ist ein bisschen paradox, aber hilft hier alles nichts. So, dann haben sie das kleine Fitzelchen hier noch, das zur Not eben wieder verwendet werden kann. Ja, ja, ich weiß, das. Da kann man nicht drin wohnen. Wir haben keine Planken, das dürfte ein großes Problem werden. Das heißt, der hier muss auf jeden Fall mal wieder arbeiten. Der am besten auch. Das Problem ist, wo nehme ich denn die Arbeitskräfte gerade her? Ich habe doch schon alle abgezogen. So, die Wasserpumpen 2 pausieren. Jetzt Arbeitskräfte dafür? Ja, sieht gut aus. Und wieder hat was im Hintergrund geladen. So ein Custom-Mauszeiger vom Spiel aus finde ich auch noch cool. Also das ist irgendwie wie im Hauptmenü. Ich dachte, das wäre wie ein Biberstamm. Wieso habe ich meinen normalen Mauszeiger? Ist egal, man kann nicht alles haben. Ich habe das hier ernst gemeint, dass das hier ganz, ganz niedrige Priorität hat. Haben sie mich wahrscheinlich nicht für voll genommen. So, Holzlager braucht man auch unbedingt. Speicher, ein großer Stapel. Glaubt den, je nachdem. Ach, mach mal den doch einfach mal dahin. Passt sogar ein zweiter daneben. Ha, genau. Also das freut mich immer, wenn sowas aufgeht. Ja, braucht man auf jeden Fall trotzdem. 6 Rohholz braucht es nur. Der eine bekommt Rohholz, der andere bekommt Bretter. Und dann sieht das ja schon ganz gut aus. Wir haben hier keine willigen Arbeitskräfte. Das sieht dann wiederum nicht so gut aus. Ihr sollt doch hier mal die Planken bestellen. Ich überhaupt Planken? Verteilung verwalten. Plank, Plank, Plank. Zahnräder ja. Importieren. Bretter werden auch importiert, okay. So, da habe ich natürlich zu wenig Arbeiter. Passiert den Besten, würde ich sagen. Da habe ich nur einen Arbeitsfritzen, da bräuchte ich eigentlich auch einen anderen. Ja, jetzt scheitert es nur noch wieder an der Bibermenge. Wäre mir nicht so viel verhungert, wäre das ja hier kein großes Problem gewesen. Okay, das bauen sie ratzfatz aus. Aber wie gesagt, hier müsste ich eigentlich wieder die Holzfällertypen loslassen, sonst haben wir bald kein Rohholz mehr. Und da rohholzt auch niemand rum. Könnt die Farm eventuell pausieren. Das hat nichts gebracht hier für die Arbeitskräfte. Was machen die denn? Achso, 2 sind für die Verwaltung zuständig wahrscheinlich. Brauchen wir da echt 4 drin? Was bringt das denn? Ressourcen, naja. Weiß nicht, wie viel die Arbeitsplätze da bringen. Wahrscheinlich einiges nochmal. Müssen wir mal schauen, woran es gerade scheitert. Haben wir hier jetzt Zahnräder? Jo, 4 Stück. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht auch gut aus. Bretter kommen an. Annähern so, wie sie sollen. 4 Arbeitsplätze links. Nee, das haben wir leider. Da reichen erstmal 2. Dann haben wir jetzt vielleicht einen Baumfritzen. Ja. Das sieht gut aus.
Müssen ja nicht vier auf jeder Seite transportieren. Auch hier würde ich sagen, rechts zieh mal ein ab. Okay, der hat wahrscheinlich nur noch was zu erledigen und abzuliefern gehabt. Der muss pumpen. Zumindest wenn er Wasser haben will in Zukunft. Und hier haben wir jetzt vier Arbeiter. Das ist sehr gut. Dann einmal Wasser pumpen. Bretter werden gemacht. Stapel wird entfernt. Haben wir ja hier eigentlich nachgelegt. Rohholz, Rohholz. Bretter und was braucht man noch? Vielleicht Altmetall? Das mal hier hin oder behandelte Bretter? Ich würde sagen, wir machen behandelte Bretter. Dann ist das so im Holzstil. Da irgendwann haben wir ja eh das unterirdische Lager. Dann können wir damit was anfangen. Das wurde gebaut. Hoffentlich kriegt er das noch ein bisschen voller. So, hier braucht man natürlich auch jetzt ein Lagerhaus. Lagerhaus, kein Stapel. Ein großes Lagerholz muss nicht sein. Mittleres Lagerhaus, bitte. Für alle Farmangelegenheiten. Wo macht man das am besten hin? Hier hinten, zumindest wüsste ich nicht, was sonst mit dem Platz zu tun wäre. Und da kommen Möhren rein. Ja, würde ich sagen, das passt. So. Und dann geht das hier auch perfekt auf. So, da ziehen wir auch noch das Quadrat zu Ende. Nicht das Quadrat, das Rechteck. Gibt da ja einen Unterschied. So. Aber das fluppt doch, wie man so schön sagt. Der kann sich hier richtig ausleben und die Bäume abnehmen. Hier haben wir genügend Arbeiter, hier haben wir nicht genügend Arbeiter. Zwei Leute, die könnten hier noch, wenn sie wollen. Gut, dann zweimal Holzfäller, bitte. Ja, ich würde sagen, das Fass ist rechtzeitig fertig geworden. 10 Tage Dürre noch. So, wir haben hier einen Arbeiter. Der darf jetzt mal bauen. Karotten bitte. Oder kann ich die ganze Kategorie? Nö. Na gut, hatte ich mich verklickt. Habe ich gar nicht gemerkt. Aber deswegen kontrolliere ich Sachen ja 3-mal oder 4-mal. So. Das bringt nichts mehr. Das Farmgelände ist zum Glück noch feucht. Wie viele Biber haben wir hier? 6 und 2 Jungtiere. Einer ist arbeitslos. Dann darf der hier... Ah, vielleicht macht das die Distriktgrenzen größer. Nö, keine Ahnung. Weiß nicht, warum er 2 Biber da drin haben sollte oder gar 4. So viel bin ich gar kein Fan von Verwaltungsposten. So, aber Karotten mehren sich... Die Teile sind auch gebaut. Wie viel Holz haben wir denn hier im Distrikt? 40 Stück. Okay, und das können sie anscheinend auch bauen. Wohin müsste man denn die Deichmauer bauen? Wahrscheinlich bis hier. Wenn wir bis hier das aufstauen, dann können wir hier aufstauen. Macht das soweit Sinn? Ja. Gut, dann müssen wir das natürlich wegnehmen, das neu platzieren, aber das kriegt man hin. Was macht eigentlich mein anderer Distrikt? Läuft hier was? Seid ihr motiviert zu arbeiten? Zumindest Holz kommt rein. Aber hier ist auch dämlich, von da nach da hinten das zu schleppen. Vielleicht sollte man hier echt noch ein Lager machen. Ein Rohholzlager. Kein Sägewerk. Ich wollte doch ein Lager. Schönes Pilz. So, ja, machen wir es. Obwohl, nee, das überflutet doch. Ups. Ich habe rechtzeitig dran gedacht, dass das doch überflutet. Da müssen wir auf jeden Fall uns noch was überlegen. Möhren, würde ich sagen, sind gut. In einem guten Zustand. In guter Menge vorhanden. So, willige Arbeitskräfte hier keiner, weil 2 irgendwie Verwaltungsjobs haben. Karottenlager. Bräuchte man eigentlich auch ein neues.
Oder ein zusätzliches. Gut, theoretisch ist hier alles möglich. Wenn wir hier das rückwärts versetzt machen, dann noch so ein Brückchen. Treppe. Weg drauf passt. Karotten rein. Wozu haben wir denn die verschiedenen Ebenen? Genau. Dann haben wir da Lagerbedürfnisse erstmal gedeckt. Oh ja. Die hätten das jetzt am besten abernten sollen. Ich glaube, die war doch fast fertig. Ach, ist egal. Bisschen Karottenschwund ist immer und wir können uns echt nicht beschweren. Wir haben genug. So, dann fangen wir aber hier vielleicht schon mal an, bevor denen langweilig wird, hier die Linie zu bauen. Und das da. Und das da. Und dann dementsprechend auch hier. Wenn sie das denn hinbekommen, ich denke mal, sind ja schlaue Biber. Und dann müssen wir hier so eine Art Schleuse machen. Erstmal, wir können es natürlich, ist der Plan, das bis nach hinten zu machen. Aber das ist jetzt einfach zu viel Holz. Das kann ich mir noch nicht leisten. Da müssen wir mal schauen, wie wir das geschickt machen. So, 6,6 Tage Dürre. Wasser wird, glaube ich, immer noch importiert. Na. Wird hier keiner Hunger leiden. Das ist jetzt wirklich nicht nötig. So, insgesamt 3 Arbeitsplätze, die besetzt werden wollen. Dann einmal Holz. Einmal Holz. Einmal Wasser. Zweimal Wasser. Oh, das geht ja richtig voran. Forschung. Und mach mal hier mal Priorität auf Ernten. Dann soll er das noch abbauen. Und dann können wir die tatsächlich wegnehmen. Zur Not erstellen wir sie halt wieder. Wäre jetzt so mein Vorschlag. So, Distrikt, Holz, Hammer, 52, okay. Das wird ja für ein bisschen was reichen. Vor allem der ist hier ordentlich beschäftigt. Kann man den Weg eigentlich auch noch nach hier setzen, dann kann er wirklich alles abbauen, sobald man das Ding eben verschieben. Wasser auf jeden Fall auch importiert. Das ist natürlich Schleppgeschäft. Sobald hier eine stabile Versorgung drin ist, müssen wir das nicht machen. Beziehungsweise wir importieren gegenseitig Wasser, wenn ich das richtig verstehe. Aber die rechte Seite muss kein Wasser importieren. Nö. Also Farnwien muss auch kein Holz importieren. Muss keine Karotten importieren. Muss generell gerade nichts davon importieren. Zahnräder, nö. Die exportieren wir nur, genauso wie Bretter. So, das deaktivieren wir einfach mal alles. Nichts importieren, wunderbar. Dann sollen die... Okay, wenn sie dann wirklich so ausgleichen, kann ich verstehen, warum es dann ein bisschen gedauert hat. So, Deiche. Oh, muss ja auch irgendein Schuh draus werden. Die Frage ist, wie können sie das bauen? Muss ich dafür jetzt ernsthaft Brücken bauen? Ich glaube, das reicht auch. Ich glaube, das reicht auch. Ist zwar ein bisschen teurer als eine Brücke, aber was soll's. Da soll man jetzt nicht anfangen zu geizen. Ah, denen geht's hier relativ gut, würde ich sagen. 2 können arbeiten. Das finde ich ja sehr schön. Guck mal, da hast du Holz. Da hast du Holzfällen. So viel das Nagerherz begehrt. Den müssen wir, wie gesagt, an eine geschicktere Position setzen. Am besten setzen wir den... ist jetzt die Frage. Das wird hier alles eine Ebene höher. Und dann kommt hier entsprechend nichts mehr rein.
Aber wenn wir dann sagen, so, die zwei machen wir noch, dann können wir ihn da draufsetzen. Zumindest erstmal. Wäre jetzt so mein Vorschlag zur Güte. Ah, der braucht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Abstand. Weil das Ding muss ja erst drauf platziert werden. Wir schauen mal einfach, wie die klarkommen. So, hier arbeitet nur einer. Da kann natürlich ein zweiter kurz mithelfen. Ansonsten hätten wir jetzt auch zwei Arbeitskräfte. Achso. Einer soll davon auf jeden Fall noch Holz machen. Ja, weil wenn das hier gestaut werden kann, dann haben wir mehr grüne Fläche, mehr dauerhaft. Dann können wir wieder nachdenken, hier einen Förster hochzuziehen. Also so ein Konstrukt. Mir gefällt es nur echt nicht, dass mein Holzlager hier ist und da abgebaut wird. Das sind echt richtig, richtig lange Wege. Oh, ist eigentlich egal. Es funktioniert ja soweit. Bretter sind auch am Steigen. Rohholz ist nicht ganz so am Steigen, wie ich es gern hätte. Ich glaube, wir brauchen hier tatsächlich noch einen Holzfällerjob. Bei so vielen Eichen müssen wir mal schauen. Wir können ja direkt hier ein daneben machen. Dann finden wir den zumindest wieder. Ressource abreißen. Und ein bisschen pronto. So. Also Karotten, wunderbar. Mehr kann man ja praktisch nicht haben mit unseren Lagern. Wasser auch noch voll. Insgesamt haben wir jetzt 31 Biber. Und hier können immer noch zwei arbeiten. Dann macht hier auch mal bitte hohe Priorität. Das läuft ja richtig. Das gefällt mir. Rohholz und Bretter. Achso, Bretter liefern wir auch hier hin. Würde ich tatsächlich sagen, braucht man erstmal nicht weiter importieren. Holz, Holz, Holz. Holz, ja. Wasser. Nicht unbedingt. Sollten schauen, dass wir hier die eigene Wasserproduktion haben, sonst schleppen die Wasser hin und her. Zahnräder erstmal auch nicht, Bretter auch nicht. Nahrung auch nicht, sag mal. Doch, irgendwas müssen wir ja importieren. Okay, wir lassen es mal bei dem, was ausgewählt ist. Nur Bretter müssen wir hier eine eigene Produktion machen. Bringt jetzt nichts, wenn wir hier die ganzen Bretter rübertragen. Ja, so, dann brauchen wir noch einen davon. Und wenn wir das hier vielleicht doch aufstocken, so dass wir also... Ah, da verdrängen wir halt auch ein bisschen was vom Wasser, was eigentlich hier anliegen sollte. Wir können eventuell hier ein Holzlager oben hinbauen. Es muss dann eh an die entsprechenden Fabriken getragen werden, also. Die habe ich noch nicht pausiert und da sitzt überall einer drin, obwohl er gar nicht mehr pumpen kann. Finde ich aber nicht nett. So, das ist eigentlich egal. Wasser kommt demnächst nach. Zwei Arbeitskräfte hätten wir hier. Okay, Forschungen machen sie. Bretter machen sie. Arbeiten hier genug drin? Ja, das würde ich mal sagen. Und hier... Das hält auch überraschend lange. Hier kommt auf jeden Fall auch noch einer hin. Und ein Glück, Wasser kommt nach. So langsam wird's Zeit, auch für die Freundchen hier. Jeden Augenblick. Da sieht man schon was. Kann ja nicht allzu lang dauern. So, Biber haben wir hier 9 und einer ist immer noch arbeitslos. Ja gut, den schickt man gleich wieder ans Pumpen. Ab jetzt kann er ja. So, die da unten sind noch nicht gebaut. Das ist ein bisschen schade. Glaubt, wir brauchen hier demnächst ein zweites Haus. Aber ein zweites Haus ist immer so eine Sache mit...
wie viel wir gleichzeitig ernähren können. Sowohl was Wasser als auch was Karotten angeht. 18 Stück maximal. Das wären dann wieder schon ein paar viele. Müssen wir mal schauen. Aktuell kommen sie ja irgendwie klar. Oh, das gibt alles 2 Holz. Das ist wunderbar. So, Wasser füllt sich. Das heißt, die arbeiten jetzt nicht mehr hier, sondern im Akkord hoffentlich hier. Und wir haben hier wie viel Zahnräder noch? 21 Stück. Reicht das noch für ein Fass? Fass. Wir könnten natürlich auch mal den großen Tank einpeilen. So langsam könnte man den erforschen. Wenn wir hier noch ein bisschen aufschütten, würden hier drei Dinger hinpassen. Das wird mir eigentlich gefallen. Also, rauf da. Dann kommt da das dritte Fass hin. Dann müssen wir mal schauen. Vielleicht können wir die ja da oben aufstocken. Müssen wir mal schauen. Was hier an Faulwasserflut. Hat man jetzt einige Zeit, nicht? Jetzt können wir mal schauen, ob hier die Kolonie überlebt. Ich denke mal. Wasser. Je nachdem, wie lang das ist, wird das schon knapp. Mit den neuen, die wir hier haben. Ach was, das wird schon irgendwie klappen. So, ihr macht das schön, ihr macht das schön. Und hier ist, wie gesagt, ein bisschen wenig Wasser gerade vorhanden. Also insgesamt ist es gut. Aber besser geht immer. Wenigstens das wird gebaut. Und das hier müsste eigentlich eine Stufe höher gestaut werden. Ja, müssen wir gleich mal schauen, wie sie das denn schaffen. Noch 2 Tage bis zur braunen Brühe. Bretter, Zahnradspeicher haben wir hier doch gar nicht. Wie können wir dann hier... Achso, wir haben nur 2 Zahnräder. Das ist dann wohl 4. Importieren wir die noch? Hoffentlich nicht. Nein. Finde ich schon mal gut. Da habe ich mir was bei gedacht. Möhren nehmen zu, so soll es sein. Dann können wir hier tatsächlich sagen, weg mit den Ressourcen. Ja. Ihr braucht hier eigentlich nicht mehr zu arbeiten. So. Damit bin ich schon zufriedener. Bauen können sie das auch. Das ist klasse. Und dann irgendwann kriegt man das auch noch voll aufgestaut. Gut, die bräuchte man theoretisch erstmal gar nicht. Weil da hinten haben wir ja eine natürliche Begrenzung. Geht nur ein bisschen weit rein. Und ich finde es generell sympathisch, so ein bisschen streckenweise zumindest künstliche Flussbeete zu haben. Flussbette. Flussbett. Flussbett klingt richtig. Zumindest richtiger. Na gut, was haben wir denn ansonsten noch vor? Außer, dass wir jetzt rechtzeitig hoffentlich hier dicht machen. Nicht zu früh, nicht zu spät. Also, das muss wieder richtig fest zugemacht werden. Na, wir haben theoretisch noch ein bisschen Zeit, aber sobald hier ein bisschen Faulwasser reinschwappt, haben wir wieder ein kleines Problem. Es vermischt sich ja mit allem. Das ist echt giftig. Ja gut, dann wäre es halt in geringer Konzentration giftig. Das wäre jetzt auch nicht ideal. Das heißt, wir warten einfach kurz hier ab, bis wir den Schalter umlegen. 0,2 Tage noch. 0,1 Tag. Das ist mir zu riskant. Ich mach zu. So. In der Hoffnung, dass ich nichts übersehen habe.
Also ein paar Minuten hätten wir Zeit gehabt, aber 18 Tage lang geht die. Na gut, das müsste man eigentlich schaffen. Da ist noch eine Wasserquelle. Oh oh. Oh oh. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Wir brauchen hier schnell ein Deich. Erstmal ein Weg wahrscheinlich. Weg. Ja. Und dann bitte ganz schnell Deiche. Oh nee. Oh nee. Hohe Priorität, so hoch wie es nur irgendwie Biber möglich ist. Wie viel Holz haben wir hier? 80 Stück, das könnte reichen. Ah, fuck, ey. Komm schon. Baut, was das Biberzeug hält. So, die macht man zu. Die andere Kolonie darf davon nicht beeinflusst werden. Selbst wenn wir die hier verlieren sollten, das andere darf nicht leiden. Wusste nicht, dass hier auch noch Wasser nachfließt. Ach, da hätte man doch einfach zwei Dinger jetzt reinmachen können. Anstatt hier die ganzen fünf bauen zu müssen. Ja, wir pausieren die hier nur. Pausieren, nicht löschen. Das war ja das Ding. So. Einmal hier und dann bitte... Jetzt aber wirklich hohe Priorität, das da. So hoch, es gibt nichts Wichtigeres für euch Biber. Sonst ist alles verloren. So, baut es, baut es, baut es. Fuck, ey. Dann müssen wir wieder Wasser importieren. Ja, auf jeden Fall. Komm schon. Baut so viel, wie ihr könnt. Jetzt müssen die da drüben auch leiden. Und hier braucht man definitiv größere Wasserpumpen. Ich meine, insgesamt sieht es gut aus. Wir können auch nachpumpen, aber... Scheiße. Komm schon, noch eins. Wartet auf Materialien. Komm schon, ich würde euch ja gern... So, den brauchen wir nicht da arbeiten lassen. Gern aus dem Faulwasser rausbringen. Aber ihr müsst das jetzt fertig kriegen. Alles verdorrt hier. Fuck, ey. Und tritt über die Ufer. Ich schätze mal, die Kolonie ist erstmal verloren. Wenn sie das jetzt noch gebaut kriegen, wäre es gar kein Problem. Dann wird es wegfließen. Ach du... Du lieber... Ja... Warum flutet das jetzt eigentlich? Tritt Faulwasser mit erhöhter Strömung ein? Komm schon. Ihr habt nichts anderes zu tun, außer das noch zu bauen. Schafft ihr das? Ich fürchte, die Antwort ist nein. Warum schwappt das jetzt hier rüber? Und ich dachte, ich wäre klug und hätte alle Hindernisse beseitigt. Das darf jetzt halt auch nicht zu weit steigen, sonst ist die Hauptkolonie in Gefahr. Komm schon! Es gibt tatsächlich nichts Wichtigeres. Jetzt hat es mal automatisch gespeichert. Aber warum machen die das hier nicht mehr? Weil kein Weg dran ist, kann ja eigentlich nicht sein. Ja, insgesamt scheiße die Situation, aber ihr müsst auch arbeiten. Ach, vielleicht weil das Holzlager jetzt überschwemmt ist. Aber ihr müsst es ja nur noch bauen. Fuck, ey. Wie kriegt man das Wasser jetzt weg? Gar nicht. Im schlimmsten Fall kommt es noch hier rein.
Obwohl davor wird's verdorren. Na ganz ehrlich, wieso bauen sie das nicht? Kann sich einer mal ja erbarmen? Ich glaube, die sind eh alle dem Untergang gerade geweiht. Gleich, weil man hier keine Arbeiter drin hat, weil das auch... Ah, eventuell. Dann sagt mal eben den Kolonisten, die sollen alle rüber. Minimum nix. Alle rüber. Ja, was soll's. Kolonie ist erstmal verloren. Nach der Flut in 15 Tagen geht's hoffentlich weiter. Ach, scheiße. So hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Deswegen ist es gut, immer einen Plan B zu haben. So, hier haben wir definitiv dann zu wenig Betten. Zumindest ordentlich Leute, die was ackern können. So, da braucht man noch ein Fass. Fass. Boah. Würd sagen, das geht. Dann schauen wir noch, dass wir die irgendwie hier in die Nähe kriegen, dass da die Wege zumindest kürzer werden. Zwei Biber sind dermaßen verseucht. So, den können wir pausieren. Bringt ja gerade nichts. So ein Mist. Wirklich nur hier an den zwei Sachen, dass es jetzt scheitert. Ah. Sonst hätten wir es hier noch irgendwie retten können. Naja, es ist wie es ist, dafür spielt man das Spiel, ja? Solange nichts anderes hier irgendwie passiert, ist es ja noch glimpflich ausgegangen, würde ich sagen. Annähernd glimpflich. Ja, Wasser sieht gut aus. Die Dürre werden wir auf jeden Fall, die Faulwasserflut werden wir auf jeden Fall aushalten. Zweimal Lagerfeuer finde ich schon ein bisschen dekadent. Müssen wir mal schauen. Achso, da. Ja, ihr könnt forschen, was das Zeug hält. Ihr könnt eigentlich auch Zahnräder machen, was das Zeug hält. Und ich überlege derweil, wie wir alles besser machen können. Alles muss besser gemacht werden. Ein Glück leiden die Strukturen nicht hier runter. Das kriegt man... Wie kriegt man das Faulwasser eigentlich wieder raus? Wie kriegen wir das eigentlich schnell wieder raus? Mein Wasser kommt theoretisch nach. Und dann wird das Faulwasser hoffentlich... von hier nach da treiben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier nicht doch ein bisschen was fluten müssen. So, ich habe noch 3 Arbeitskräfte. Und insgesamt habe ich, glaube ich, 10 Biber verloren. Ah. 8 Kontaminierte. Wann ist das denn passiert? Ich habe ja gar keine Ahnung. Ach Mist, die Armen. So, Ebene ist wieder trockener als... sich das hier lohnt. Da kommt natürlich Wasser rein. Dann können wir hier, wenn wir schon die Arbeitskräfte haben, zumindest ein paar beschäftigen. So. Auch hier die Häuser müssen anders platziert werden, aber damit warte ich noch, bis wir ein paar mehr Ressourcen haben. Mit den Bäumen ist eigentlich echt gut. Das freut mich, dass das so klappt. Holzlager. Ah. Müssen wir mal schauen. Shit, wie wäre man das hier wieder los? Na, theoretisch können wir den Wasserfluss ein bisschen länger umleiten. Dann wird's... Nee, da kommt ja dann auch Frischwasser danach. Ich würde sagen, ein Problem für in knapp 11 Tagen.
Okay, da können sie sich erholen, wenn sie das mal tun würden. Ansonsten, 8 kontaminierte Biber ist nicht eine gute Anzahl an kontaminierten Bibern. Die beste Anzahl wäre 0. So. Im nächsten Schritt können wir hier die ganzen Wassertanks leeren. Eigentlich. Das wird jetzt reichen. Und wie gesagt, so ein Fass ist so gut wie 10 von den kleinen Dingern. Hier stehen 12. Und wir haben jetzt 4 Fässer nur für Wasser. Irgendwann ist auch mal gut. Genauso sollte man das Fass eventuell noch hier hinziehen. Ja, bin jetzt kein Fan davon, das hier mit Deichelementen zu machen. Hätte da wirklich lieber Terrain dafür. Normale Landausschüttung, weil so sieht's ein bisschen komisch aus, aber was will man machen? Was will man machen? Ja, Gebäude ist überflutet. Ich frage mich, welches dieser Gebäude gemeint ist. Wahrscheinlich alle. Auch hier wäre es vielleicht praktisch, kurz mal eine Abkürzung zu haben. So, hohe Priorität da drauf. Dann haben sie zumindest einen etwas leichteren Weg. Kürzeren Weg. Ist auch leichter damit. Würde ich einfach mal so behaupten. Weiß immer noch nicht. Müsste ich mal schauen, wofür hier mehr Biber nützlich sein können. Nehmen bestimmt irgendwie nur Verwaltungsaufgaben in Anspruch. Ja, mit dem See könnte man eigentlich auch schöne Dinge machen. Müssen wir noch warten. So. Aber wir haben 1,1 Forschungselemente. Was können wir denn freischalten? Rohrkolben. Verwende dieses Werkzeug. Also bla bla bla. Was bringt denn Rohrkolben? Und gelbe Teichrose. Ah, die können wir anbraten. Das wissen wir schon im Grill irgendwie. Ansonsten Brücken, Metallplattformen, Dreifachplattformen wäre vielleicht auch mal hilfreich und kostet nur 200. So, machen wir mal die Plattform. So, Brücken erstmal noch nicht. Unterirdischer Stapel wäre natürlich genial, aber auch noch nicht. Hier haben wir Bauarbeiterunterkunft. Wäre vielleicht für mehr Bauarbeiter gar nicht so schlecht. Ansonsten Wasser, große Wasserpumpe. Ja, damit. Die ist doch sehr sinnvoll. So, 428 haben wir noch. Flüssigkeitsableiter, leitet Wasser oder Faulwasser ab? Aha. Faulwasserpumpe brauche ich gerade nicht. Wasserströmungsanzeige. Mechanische Flüssigkeitspumpe. 700 PS. Wie viel Watt braucht die dann? Zentrifuge. Faulwassersiel. Das wäre auch praktisch. Verschließt eine Faulwasserquelle wie die da hinten. Ah, das kostet 2000. Das können wir noch nicht. Faulwasserförderanlage. Verschließt eine Faulwasserquelle, beschäftigt Arbeiter, die Faulwässer direkt aus der Quelle fördern. Nur ebenerdig. Okay. Wieso soll man das fördern wollen? Bauernhaus, Getreidemühle, Bäckerei, Bienenstock. Fördert das Wachstum nahegelegener Nutzpflanzen. Das wäre natürlich auch praktisch. Aber ich glaube, es wird Zeit für die. Nicht für die Papierfabrik. Fürs Dynamit. Wo ist mein Dynamit? Dynamit 600, her damit. Ja. Ah, 600, okay, ich hatte nur 460. Hab gar nicht mitbekommen, wann ich so viel ausgegeben habe. So, wie viel kostet nochmal so ein Fass? So ein großes wäre natürlich auch gut. 600, aber das braucht Stahl. Ich würde sagen, hier macht man noch eins hin. Und dann ersetzt mal auch das hier hinten.
Hab jetzt nicht aufgepasst. 20 Zahnräder, wir haben nur 13 Stück. Die Fabriken müssen wir auf jeden Fall auch deutlich ausbauen. Mehr davon bauen. Ja, jetzt immer schön. Schön mit der Ruhe hier. Zahnräder, Papier, Bieren. Wasserhammer genug. Auch wenn wir einen Teil davon hier drin haben. Nur 6 Tage noch. So, Arbeitszeit wieder auf 16 Stunden reduzieren. Das haben sie sich verdient. Jetzt nehmen die Karotten tatsächlich ab. Hier ist gar keine Farm mehr am Start. Könnte das Wasser theoretisch nachher einfach durchleiten? Da müsste man das auf jeden Fall zumachen, sonst kommt es ja hier wieder raus. Wenn wir das einfach schnell durchleiten, sollte ja nicht viel passieren. Gut, wir dammen es hier. Das wird eventuell komplizierter, als ich dachte. Problem für in knapp 6 Tagen. So. Ihr baut das ja richtig fleißig. Und ja, also Karotten werden uns nicht ausgehen, auch wenn es ein bisschen danach, auch wenn es schrumpft. Wir haben genug auf Lager. So, theoretisch kann man wirklich sagen, keine Güter akzeptieren. Die lernen das einfach so. Ich dachte, die transportieren das irgendwo anders noch hin. Ja gut, und hier die da unten reißen wir auch mal aus. Ab die Krankenbetten. Bringt nichts auf einer Ebene zu machen, wo sie eigentlich eh ständig am unter Wasser gesetzt sind, wenn es normal funktioniert. Also diese Dreifachplattform mag ich. Wo machen wir denn den Weg? Wäre hier ja relativ geschickt. Wenn wir sagen, das ist die richtige Höhe. Muss ich kurz pausieren. Ich denke, das ist noch eins zu hoch tatsächlich. Damm. Ist zu hoch gewesen. Also als initiale, etwas nützlichere Brücke finde ich das tatsächlich gar nicht schlecht. Ist die Frage, wollen wir das hier so zudammen? Obwohl, da sind 3 Platz, das wird reichen. Wir können natürlich auch für die anderen nur so Brückenelemente nehmen. Ist vielleicht besser. Dann kommt das Wasser noch an. So. Ich wollte das nicht aufräumen, ich wollte es abreißen. Ja, bestimmt. So. E-mal, zweimal. So. Und so. Und so wird ein Weg draus. Irgendwie. Und dann am besten so rum. Dass das der Weg wird. Hier reißt man ja eh alles ab und macht es nochmal ein bisschen neu, damit es dann gut aussieht. Annähernd. Weiß noch nicht, wie ich hier die Ecke mache. Boah. Muss auch nicht alles sofort sein. So, hier kommt definitiv Wasser rein. Gutes altes Landwasser. So. Die haben jetzt auch mal ein bisschen andere Aufgaben. Oh, nicht, dass wir eine Dürre brauchen, um das hier loszuwerden. Können wir uns vor allem nicht leisten, weil hier muss ja neues Wasser nachkommen. Problem für in etwa 4 Tagen. So, hier kommt auch kein Wasser mehr rein. Dann kann ich ja nur die leeren Fässer mal blockieren. Leeren. Wir können auch ausliefern. Ja, dann liefert mal aus. Weil einliefern sollt ihr nicht mehr. Na gut. Wusste ich ja nicht, dass es hier einen leeren Knopf gibt. So, da fehlen noch 2 Zahnräder. Und was fehlt dem?
die Energie mal wieder. Ist das extra schöne Windkraft und keine Wasserkraft, um die wir uns auch mal kümmern sollten, fällt mir da gerade so auf. Alles zu seiner Zeit. So. Der See ist erstmal sicher. Hier weiß ich es nicht. Wir müssen auf jeden Fall Wasser nachleiten. Hab echt keine Ahnung, wie das wird. Wir haben nur noch 19 Biber. Ja, und 4 Kranke halt. Und 2, die meinten, sie könnten was tun. Habt ihr euch schon mal über Bäumefällen nachgedacht? Ich glaube tatsächlich ja. Ja gut, dann tun wir hier noch eine rein. Eine billige Arbeitskraft. Holz, Bretter. Alles klar, Zahnräder schwuppt. Eins braucht man noch, wir haben doch 2 auf Lager. Wollt ihr das nicht mal bauen? Ist kein Muss, ist nur eine starke Empfehlung. Na gut, wir haben genügend Rohholz. Ich würde tatsächlich sagen... Achso, dann kommt hier kein Wasser mehr unbedingt hin, wenn ich jetzt eine Ecke mache. Na, irgendwie müssen wir das halt hinbekommen. Und ich hätte hier tatsächlich gern ein bisschen was zum Wasser entnehmen, obwohl wir das auch direkt hier machen können. Dann würde ich sagen, reißen wir die ab. Und schütten hier mal ein bisschen Land auf. Weg abreißen, Weg abreißen, Weg abreißen. Auf jeden Fall. Ja, alles muss abgerissen werden. Es tut mir ja auch leid. So. Irgendwie so hätte ich mir das vorgestellt, ohne dass das untere Ding da dran ist. Weil dementsprechend können wir ja weniger Wasser nehmen. Ja, wird schon irgendwie werden. So, jetzt ist komplett trocken und jetzt müssen wir sehen. Gleich hört's Faulwasser auf. Wie wärmert es denn wieder los? Sollen wir es jetzt direkt durchleiten? Ich will halt eigentlich nicht mehr, dass sie diesen Weg verwenden. Haben auch inzwischen das andere gebaut, so wie es aussieht. Also weg mit dem Damm. Ja. Also erstmal weg mit dem Weg wahrscheinlich. Ah, geht das hier über ein Gebäude abreißen vielleicht besser? Ja. So, das ist doch alles noch gut verbunden. Ja, würde ich sagen. Wieso steigt jetzt da das Wasser wieder? Hallo? Achso, weil ich es gedammt hatte. Das macht vielleicht Sinn. So, auf die Gefahr hin, dass jetzt alle meine Bäume sterben. Ich glaube, wir müssen das hier aufmachen. Also das fließt ab, das hier halt noch nicht. Ja, schauen wir mal, dass das hier auch aufgeht. Also es fließt zumindest weiter. Und wenn sie staut, sollte es da hinten abfließen. Vielleicht kriegt man es hin. Na, bevor die nächste Dürre ansteht, so komplett auf. Und die sind eh auf. Entschuldigung, ihr Bäume. Kommt gleich frisches Wasser nach. Nicht absterben. Komm schon. Das muss jetzt schwuppen. Okay, das ist schon mal sehr gut, dass das jetzt weg ist.
Ich dachte, haben wir mehr Probleme hier, die Überflutung zu bekämpfen. So, hier geht es natürlich auch weiter. Das ist wunderbar. So soll das ja sein. Nur das macht mir hier ein bisschen Sorgen. Da kommt natürlich auch Wasser rein. Dieses Wasser wird entleert, bitte. Und jetzt können wir hier alle... Ja, das wird auch entleert. Ist egal, wir können hier alle abreißen. Alles abreißen. 3, ja. 3, ja. Boah. Würde sagen, so. So. Hier fließt alles ab. Da natürlich nicht. Das dauert hier noch ein bisschen. Fuck. Es kommt nach. Wir können kurz den Wasserfluss hier wieder stoppen. Dann kriegt man den anderen weg. Also wenn hier kein Wasser nachkommt, alles wegfließt, sollte zumindest dieses Faulwasser hier reinfließen, danach kommen. Ich glaube, wir müssen unseren See leider wieder kaputt machen. Nein, einfach weil ich schlecht geplant habe. Aus keinem anderen Grund. Oh, 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 oh. Oh, oh. See auf. Hilft nichts mehr. Hilft nichts mehr. So, alles Faulwasser raus. Fast. So, jetzt machen wir das natürlich wieder runter. Und den lassen wir auf 1,5, glaube ich. Ja, mit dem frischen Wasser. So, jetzt migrieren wir ausnahmsweise mal Leute. Minimum 2 von Farnweg kommen jetzt mal. Keine Ahnung. Nicht nach. Achso, hier oben war es ja. Ausnahmsweise ganz schnell mal 6 Stück. Die dann mit hoher Priorität das da... Ah, er macht's, er macht's. Gut. Kein Problem mehr, was Faulwasser angeht. Das kriegt man gestaut. So, jetzt kommen alle wieder zurück nach... kein Minimum. Alle zurück da, wo sie hingehören. Hui. Hätten sie es doch gleich so gemacht. So. Die müssen entsprechend jetzt auf Hochtouren laufen. Und die halten wir halt wieder an. Hilft ja alles nichts im Moment. Nein. Farb vergessen. So. So wird ein Schuh draus. So, der See ist leicht kontaminiert. Den schließen wir jetzt wieder ab. Lassen ihn austrocknen. Auf dass sowas Dämliches nicht nochmal vorkommen sollte. Ich denke aber, wir werden auch die nächste Flut relativ gut überstehen. Eventuell sogar jetzt auch die Kolonie hier. Müssen wir schauen, wie schlimm das geworden ist. Aber ja, das wird dann hier austrocknen, wenn da noch Faulwasser drin sein sollte. Das ist gut. Ansonsten, ja, da ist halt jetzt Faulwasser drin. Den müssen wir zum dritten Mal trockenlegen. Ja, ich weiß, es gibt Schöneres, aber manchmal hängt es halt an solchen zwei Deichen, damit eine ganze Stadt untergeht. Preise noch mit Faulwasser kontaminiert. Finde ich jetzt auch eher unsympathisch. Und wir können Dynamit erforschen.
Nicht Speicher, Deicher. Hier. Da. Da. Ja. Was braucht es? Ah, das braucht Sprengstoffe. Okay. Wie stelle ich Sprengstoffe her? Irgendwo Sprengstofffabrik. Vielleicht unter Metall. Mine. Beschäftigt Minenarbeiter, die in unterirdischen Ruinen Altmetall fördern. Okay. Wo ist der Explosionsmacher? Ah, den werden wir schon irgendwo finden. Denke ich mal. Ich kann mich erinnern, dass wir dafür auf jeden Fall Papier brauchten. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich denke, es war so. So. 0,4 Tage bis zur Flut. Kann das hier nicht eigentlich komplett hoch? Doch. Weil auf 1,5 ist das ja so eine Sache. Dann könnt ihr auch da noch Faulwasser rüber. Und das können wir uns echt nicht leisten im Moment. Die werden gefüllt. Oder ihr arbeitet daran, dass ihr nicht verdurstet. Ich glaube, das ist ein schwaches... Zeitpunkt beinahe verpasst. Hohoho. Diesmal zu lang gewartet ein bisschen. Na gut. Aber ich glaube, wir haben es diesmal behoben. Ich glaube, diesmal bleibt mal im nicht fauligen Trocknen. Und ich würde sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.